Hallo bei Musikmachen.de, Nikola hier auf der NAMM Show 2013. Wir sind bei Ibanez. Bei uns ist der Stefan vom deutschen Vertrieb Meinl Distribution. Hallo Stefan. Servus. Ja, eine neue Ibanez. Absolut, ja. Und zwar, das ist das Signature-Modell von dem Tosi Nabasi, seines Zeichens Gitarrist von Animals as Leaders. Der Mann ist ja bekannt, auf jeden Fall. Zurzeit geht durch jedes Forum, ist ja Pionier in Zeiten, im Sinne von Achtzeiter. Hatten wir auch letztes Jahr auf der Musikmesse im Interview? Richtig, genau, stimmt. Ah, ich verstehe. Und zwar, die Gitarre hat sehr viele Besonderheiten, die hat sehr viele First-Evers für Ibanez überhaupt. Wir haben hier die erste goldene Hardware auf einer Achtzeiter. Wir haben den ersten Single-Coil auf einer Achtzeiter. Auch von den Specs her ist die Gitarre sehr untypisch. Tosin versteht sich ja selber im Gegensatz zu anderen Achtzeiter-Spielern nicht als Mettler, sondern eher als Universalist, als Jazzer, als alles Mögliche. Wer die Band kennt, weiß warum. Wir haben hier einen Hals aus Wenge Bobinga. Er war bei uns im Showroom, bei uns im Meinl Distribution Showroom letztes Jahr auf der Tour und hat sich umgehört, hat gemeint, ja, was meinen wir, welche Materialien, weil er war dabei, seine Gitarre zu planen. Und er hat sich eben mit dem Halsmaterial hat er sich an einen Bass gehalten. Das heißt, das ist eine Materialauswahl, die man sonst nur auf Soundgear Prestige-Bässen findet, weil er meint, dass es die tiefen Töne viel besser transportiert. Sehr einzigartig ist auch das matte Finish, Grey Transparent Finish. Er hat seine Signature-Pickups drin, Signature Dimasio-Pickups. Die Gitarre fühlt sich einfach richtig gut an, ist sehr massiv, ein Teil, schöne Block-Inlays. Und das Teil, ich würde es jedem mal, der auf 8-Seite steht, absolut mal ans Herz legen, mal das Ding auszuchecken. Ab wann gibt es die in Deutschland? Wahrscheinlich so ab Mai, Juni. Alles klar, danke Stefan. Na klar.